Hallo, hallo, hallo. Für heute ist Money leider nicht dabei. Und deswegen gucken wir einfach mal, was wir heute so machen. Weil ich noch nicht so die Ahnung habe. Hier hinten mal die Quest von den wissenschaftlichen Instrumenten machen. Und weil ich das Labor bauen will. Und ich will eigentlich auch noch gucken, dass ich irgendwie wie heißt das gleich noch? Vielleicht die Polsterung mir hole. Aber dafür müssen wir nach da oben. Aber das könnte problematisch werden. Eho, was geht? No. Oh, ich habe aber was zum Präsentieren. Ich habe mal ein bisschen getestet und habe schon mal so eine Idee gebaut. Ich finde, das sieht eigentlich ganz nice aus. So ein bisschen wie ein Thron, aber ich will das hier eigentlich alles dunkel machen, kann man das so sagen. Und hier hinten ist jetzt aktuell entsteht jetzt ein Turm. Den will ich eigentlich über das. Also ich denke, hier oben wird dann die Dachspitze sein. Das ist ein bisschen sehr hoch, aber ich will den Turm halt noch weiter darüber hinaus gucken lassen. Und, ups, hier will ich dann Wände haben, die einfach nach hier hinten führen, wo man dann einfach hier so nach draußen gehen kann. Und hier soll dann eine Treppe nach unten gehen. Hier eine Treppe nach unten. Und da kommt dann einfach eine Gruft hin. Aber hier den Eingangsbereich dann irgendwie mit diesen Statuen vollstellen. Und leider kann man hier keine Waffen reinpacken. Ja, Irrwurzburg. Ich glaube, ich muss mir das wirklich mal im in einem Video angucken, wie das aussieht.
Also repariert natürlich. Also Kelvins Ruh dürfte wahrscheinlich sogar relativ lustig werden, weil die, waren das die mit der Kanalisation? Ja, ne? Das dürfte richtig nice aussehen, wenn das repariert ist alles. Und dann irgendwie random Brunnen aufstellen. Oh, nö. Oh. Also random Brunnen aufstellen. Gott, war das einfach. Wo du dann Leitern drin hast, wo du dann auf die Kanalisation zugreifen kannst. Ja, das dachte ich nämlich auch. Aber coole Idee auf jeden Fall. Rosan. Ja, das machen wir wahrscheinlich später mit Mani zusammen. Ah, oben. Okay, schade. Ups.
Gott, oh Gott, oh Gott. So, dann wollen wir doch mal hier oben gucken. So. Aber Kelvins Ruhe müsste ja auch ganz normale Steinblöcke gewesen sein, ne? Oh. Okay. So. Eine neue Unternehmung. Unsere vorherige Expedition zum alten Friedhof war ein großer Erfolg. Ich stehe für immer in der Schuld dieses Fremden. Unsere schicksalhafte Begegnung brachte mehr zum Vorschein, als ich jemals gehofft hatte. Ich frage mich aber, woher er diese alten Schriften kannte. Ich bin mehr als nur inspiriert. Die Runen der Bibliothek weisen Ähnlichkeiten mit der alten Schrift aus, weshalb ich mit der Analyse der Obelisten der Erbauer begonnen habe, um meine Theorie zu bestätigen. Es gibt jedoch ein Problem. Ich habe meine wissenschaftlichen Instrumente wohl beim Eldermeerdamm vergessen, als die Drachengeier angriffen. Ich ließ sie bereits beim ersten Schatten aus Panik fallen. Nun, für den Moment müssen meine Glossare und meine Brille ausreichen. Das kann doch nicht so schwer sein. Verdammt. Oh. Die Sintflut befreit uns nun doch. Endlich, die Überreste einer flüchtigen Zeitalters sind beseitigt. Untergegangen in Wellen, ein weiteres Übel, ein Fehler weggefegt und versiegelt. Möge das Wasser alles wegspülen, was verdorben war. Hinter uns die Sintflut. Steinblöcke und Ziegelfachwerk für Kelvins Ruhe. Okay, nice. Das ist ja relativ einfach zu farmen, würde ich sagen. So, wir holen uns jetzt auf jeden Fall die Imkerpfeife und das Notenblatt noch. Oh.
Oh, Taverne von Emily Frey. So. Kein Honig. Kein Honig. Kein Honigmet, keine glasierte gegrillte Yucca und keine Sommerkräutertee, bis meine Imkerpfeife und meine Honigwaben aus Ostlapis angekommen. Bis dahin heißt es cremige Tomatensuppe, gefüllte Paprika und nur noch diese Woche Drachengeier-Eigen, Flügelfilet mit saurer Sahne und Kartoffelspalten. Nur solange der Vorrat reicht. Emily Frey. Wüstensteinmauer. Okay, nice. Tagebuch von Emily Frey. Eintrag 1. Die Erde wird von Tag zu Tag trockener. Sie zerbröselt zwischen meinen Fingern zu Sand. Ich wische mir die Schweißperlen von der Stirn. Blasse Tröpfchen beflecken das Feld. Sie werden wohl kaum ihre Wege in die Tiefe finden, um die Ernte zu nähren. Ich bete im Stillen, denn meine Lippen sind zu trocken, um zu sprechen, aber ich ringe mir immerhin ein Lächeln ab, als ich das wenige serviere, das ich habe. Ich habe diese Taverne mit meinen eigenen Händen aufgebaut. Ich kann nicht ruhen und auch nicht gehen. Ich werde diesen Boden bis zum Ende bewirtschaften, wie es meine Vorfahren vor mir getan haben. Okay. Ist das der Sonnentempel? Okay. Die Wände beben. Stadtbewohner, seid gewarnt. Ihr müsst woanders beten, denn diesen Handeln spukt es. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich bestaunte gerade die Funken, als die Flammen plötzlich zu tanzen begannen und sich in einem seltsamen Rhythmus drehten. Ich hielt es für einen Trick des Lichts, aber als ich mein Auge darauf eingestellt hatte, sah ich eine grässliche Gestalt aus dem Boden auftauchen.
Ein nebulöses Grauen, skelettartige Überreste, die in gespenstischem Schein aufflammenden, wirbelte das Feuer herum. Es schob sich durch die Dielen und Flammen auf mich zu. Seine Lippen stießen Flüche und Fäulnis aus. Ich kann dir sagen, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so schnell geflüchtet. Wäre ich geblieben, ich schwöre bei meinen Schwestern, ich hätte mein anderes Auge verloren. Elaine. Okay. Hey, verdammt. So, weiter geht's. Oh, das sieht nach einem Bad Ding aus. Oh Gott.
okay, da geht's nicht. Da geht's auch nicht lang. Brutsichel. Oh, das ging schnell. Schattenfluch. Okay, das war's dann. Dann können wir wieder zurück. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Lala. So. Oh Gott.
Ah. Oh, da ist eine Brücke. Wow. Sorry. So, jetzt können wir rüberspringen. Sand. Oh. Die VUCA haben Überfall geplant. Oh, Garnelenfossil.
Ja, soweit ganz gut, nur übertrieben müde. Ich habe überhaupt nicht gut geschlafen und dann muss ich heute auch noch früh aufstehen. Ja, das hat ein bisschen reingehauen. Ja. Also werde ich wahrscheinlich heute nicht allzu lange machen. Jo, Prost. Verdammt. Verdammt. Nochmal gucken.
Hä? Kann ich da irgendwie hoch? Oh. So, ist ziemlich dunkel irgendwie. Mist. Verdammt.
Oh, Kalkstein. Gibt es hier keine Steine? Oh. So. Oh Gott. Warum haben die denn so viele Quests? Runenblöcke. Flammenblut, hast du schon Alex hier Brunnen im Ödland erforscht? Sie sind jüngst ihre Art und sie jagen mit Schau über den Rücken. Wenn wir ein paar Brunnenblöcke aus ihren Tiefen, könnten wir ein wahres Monument errichten. Okay. Fliegen wie die Vögel. Flammenblut, ich habe eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Ja, die Sterne lächeln uns zu. Ein legendärer Gleiter, der im Wind aufsteigt und hinfortsegeln kann. Noch wertvoller als jeder andere. Finde ihn und gleite mit ihnen die Amsel. Du bist ein guter Schütze, aber auch kalt wird dein von Tötung langsam. Ich kenne ein gegnerisches Lager, das dir eher ebenbürtig sein könnte. Also los, lösch es aus. Okay. Nice. Oh. Nice.
Yay. So, über das Verschwinden des Wassers. Feldnotiz Tag 19. Oh mein Gott. Ob man es glaubt oder nicht, im Ödland gab es einst eine Menge Wasser. Doch als ich einige der Einheimischen fragte, was mit dem Land geschehen ist, konnte mir keiner von ihnen eine vernünftige Antwort geben. Ich hörte von einem mysteriösen Sonnengott, der das Wasser in den Himmel saugte. Bis hin zum Aufbrechen des Bodens und dem Auslaufen des gesamten Sees wie ein Fischglas. Aber nichts davon ergab Sinn. Tatsächlich hat der Eldermeerdamm eines Tages kein Wasser mehr freigegeben, obwohl seine Schleusen völlig offen standen. Ich habe Gerüchte aus den fernsten Winkeln von Gluttal gehört. Angeblich entweicht aus dem Boden eine verheerende Plage. Könnte es dies die Katastrophe sein? Lorien Krim. Wunderbar, auf dich ist immer Verlass. Wenn wir es schaffen, mit den wissenschaftlichen Instrumenten ein Labor zu bauen, können wir heilige Gegenstände jenseits jeder Vorstellungskraft herstellen.
Gewürze. Nitri. Schwarzpulver. Na, verdammt, keine Lehmklumpen mehr. Und wieder zurück und mal ein bisschen Lehm bauen. Oh, Glas.
So. Labor. Ja, ich glaube, ich bin auch raus. Ich häng total durch. Also einen schönen Abend wünsche ich dir. Und ich werde mich jetzt ins Bett hauen. das tut mir sehr leid dafür, aber ich kann nicht mehr. Aber morgen ist Money auch am Start. Und dann gucken wir erst ein paar Videos und dann spielen wir hier weiter. Da freue ich mich schon drauf. Ja, und so würde ich mich jetzt erstmal leider doch verabschieden. Ich wünsche einen entspannten Abend und wir sehen uns dann morgen wieder. Sorry dafür. Wir sehen uns dann morgen. Haut rein, tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.